Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2020 Karriere hier bei Heisenberg zockt. So, es geht nach Brasilien. Und jetzt müssen wir wieder zuschlagen, denn beim letzten Mal, da sind wir ja abgeschlagen worden. Oder sagen wir so, wir sind abgeschlagen im Ziel gelandet. Ja, wir machen das wieder so, es ist heiß draußen bei uns hier. Und Brasilien ist wahrscheinlich auch heiß, das heißt, da stimmt dann ungefähr bis das Gleichgewicht. Wir haben nicht im Spiel Schnee und hier 30 Grad. Das hilft vielleicht, ja, um eine Immersion zu schaffen, die dann Spaß macht. Ich hoffe es. Das wird aber auch davon abhängen, ob eben, ja, wir wieder Zweikämpfe haben. Die KI haben wir auf 85, da lasse ich sie auch. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht einfach so gewinnen, wie wir es auch schon hatten diese Saison, sondern wir werden kämpfen müssen. Und darauf freue ich mich. Ich hoffe ihr auch. Also, ich mache wieder ein, zwei Trainingsrunden. Danach gibt es die Qualifikation wieder ohne Geräte. Und dann sehen wir uns beim Rennen wieder. Bis gleich. So, da sind wir im Rennen und ja, es ist wirklich heiß hier. Es ist nicht nur in Brasilien heiß, es ist auch hier heiß. Die Flügel haben wir auf 2,7. Das Wetter ist gut, bleibt sonnig und ja, 8. Platz im Quali. Naja, sage ich da, Kurven nicht richtig erwischt und wahrscheinlich ist es halt tatsächlich so, dass die KI auf 85 einige stärker ist wie die KI auf 80, dass das eben doch relativ viel ausmacht. Wenn ich jetzt ein bisschen Glück habe, komme ich hier. Boah, das war aber Harakiri. Komme ich hier gut dran vorbei? Da kriege ich sogar eine Verwarnung, weil ich mit Bottas kollidiert bin. Okay. Na, dafür sind wir auf der 4. Hinten fahren sie noch. Das heißt, ich habe nicht irgendwie einen riesen Unfall verursacht. Da bin ich schon mal beruhigt. Ja, aber die sind schnell. Man sieht, also da ist... Da ist überhaupt nichts mit irgendwie hinterherkommen ohne Probleme. Ich muss wirklich arbeiten. Es ist krass, wie groß der Unterschied ist zwischen 80 und 85 von der KI her. Also das sind eigentlich Klassenunterschiede fast schon. Wenn ich jetzt die KI jetzt sehe. War nicht so ideal. Aber wir haben die fette Mischung. Oh, der ist aber auch schnell. Der ist genau gleich schnell. Ja, ich muss ihn ziehen lassen. Sonst kriege ich nochmal eine Verwarnung, wenn ich hier einen Unfall mache. Und ich möchte natürlich nicht mein ganzes Benzin jetzt schon verbraten. Und wenn wir jetzt nicht an ihm vorbeikommen, dann hauen die vorne ab, das kennen wir. Die KI, wenn sie Platz hat, dann sind die extrem schnell. Das ist sogar bei KI 80 schon der Fall. Da muss ich schnell gucken, ob die Aufnahme auch läuft. Sie läuft, das ist beruhigend. Jetzt Fokus auf Albon.
Ja, näher kommen wir, aber das ist halt eigentlich fast zu wenig schnell, um dran vorbeizukommen. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ja, das war auch wieder nix. Aber macht Spaß. Es ist natürlich was ganz anderes, wie einfach alleine rumzudüsen. Jetzt kriegen wir DRS. Er hat, glaube ich, keines. Nein. Er ist halt wirklich nahezu gleich schnell. In gewissen Abschnitten ist er langsamer, in anderen ist er schneller. Zu spät Gas gegeben, ich hatte Angst, dass ich mich drehe. So, come on jetzt, das müsste doch... Ja, aber nicht, wenn ich so mache. Oh, lalalala, eieieiei. Ja, so kann ich dann natürlich auch den vierten Platz verdatteln. Das ist natürlich auch möglich, da kriege ich tatsächlich aus lauter Mitleid nochmal DRS. Auch nicht schlecht. We're leading our teammate by 2.3 seconds. So, zum Glück konnte er nicht abhauen dahingehend, dass er aus dem DRS-Fenster rausgefahren wäre. Das hat nicht geklappt für Albon. Aber vorne hauen sie halt ab. Also das wird jetzt immer schwieriger, da noch vorne reinzustechen. Oh, schon wieder fast irgendwie halb gedreht. Hamilton's out in front. Mhm. Ja, ich fürchte, den WM-Titel, den verdatteln wir gerade. Aber das ist mir, ehrlich gesagt, relativ schnuppe, muss ich sagen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Eben, mir geht es wirklich darum, hier wirklich coole, schöne Rennen zu haben mit schönen Duellen. Wir können uns nichts kaufen, wenn wir Weltmeister werden. Dann ist die Saison einfach vorbei, genauso wie wenn wir nicht Weltmeister werden. Ist ein schönes Gefühl natürlich, aber... Ja, jetzt klappt's. Mir ist wichtiger, ich sag's gerne nochmal, dass wir schöne Rennen haben. Abgekürzt. Oh, querfällt ein, aber wir sind vorbei an Albon. Zumindest im Moment. Oh, jetzt kriegt aber DRS. Ah, jetzt ist natürlich... Ja, ja. Jetzt ist er wieder vorn. Ja, aber ich konnte mich durchsetzen. Und da vorne haben wir Sainz. Also schnell fahren, damit wir den auch einholen. Irgendwann zahlen dann die Reifentribut, das ist ganz klar, das gucke ich gleich. Ja, im Moment sind sie noch halbwegs okay. Sainz hat 1,8, das muss ich mir merken, damit ich weiß, ob ich zu ihm aufschließe oder ob er abhaut. Ein 7. Ein 6. Ja, ja, wir kommen ein bisschen ran. Aber ich habe natürlich wirklich auch wieder die fette Mischung gehabt. DRS sowieso. Aber anders geht's nicht. Wir müssen gucken, dass wir ins DRS-Fenster reinkommen bei ihm. Drei. Mhm. Dann ist noch die Frage, also ich möchte jetzt nicht vorgreifen, weil ihn müssen wir erstmal erwischen. Aber die Frage ist natürlich, was macht Hamilton ganz vorne? Ich glaube, ich sehe ihn da noch. Das heißt, davonfahren tut er auch nicht. Zumindest im Moment nicht. Reicht genau nicht für DRS. Noch nicht. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Mhm, da muss ich dann auch noch mal schnell gucken. Sobald ich kann, jetzt muss ich erstmal versuchen,
Sainz einzuholen. Gelb ist in Ordnung. Können wir machen, machen wir auch. Ja, man sieht, ich komme ran. Sehr schön, das gefällt mir natürlich. Jetzt noch nicht wieder irgendwie so ein Käse und ins Gras rein. Bisschen vorsichtig beim Gas geben. Ja, das war schon wieder so ein Fall. Wenn ich jetzt Gas gegeben hätte, hätten wir uns gedreht. Man merkt's richtig. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Ich weiß. Jetzt müsste reichen für DRS. Ja, jetzt sind wir dran. Jetzt heißt es ein bisschen Geduld haben. Ja, aber so macht es halt Spaß. So ist es einfach nur cool. Das ist genau deswegen liebe ich dieses Spiel so. Wenn man eben wirklich solche Verfolgungsjagden hat. Aber ich sollte jetzt nicht labern, ich sollte mich konzentrieren. Mhm, da wollte er schon wieder ausreißen. Ich denke, man hat es relativ deutlich gesehen. Ganz schlecht, das hat natürlich wieder Zeit gekostet. Ja, ich pushe schon die ganze Zeit, Chef. Ich pushe so gut ich pushen kann. Ja, wenn es hier noch ein bisschen länger gewesen wäre, die Strecke oder der Streckenabschnitt, dann hätte es wahrscheinlich gereicht. Da vorne sehen wir immer noch Hamilton. Also der kann tatsächlich nicht abhauen. Gehe ich denn jetzt schon rein? Ich würde sagen, ja. Oder nee, wisst ihr was? Ich mache... Nee, ich gehe rein. Weil sonst kriegen wir ein Durcheinander, wenn dann der Herr Leclerc auch rein möchte. Das hatten wir schon mal. Dann stehen wir dann beide in der Box drin und der eine muss warten. Okay, da könnte ich... Oh, aber jetzt fahre ich hier schon wieder so einen Stiefel zusammen. Oh, come on. Jedes Mal, wenn ich nah dran bin. Wie ärgerlich ist das denn? So, fahr. Ja, gehen wir ein bisschen früher rein. Dann haben wir frische Reifen. Das sind zwar gelbe und nicht rote, aber ich denke, frische gelbe sind doch besser als abgefahrene rote. Wobei, wir hätten mit den Reifen sicher noch mal ein, zwei Runden machen können. Aber ich bin wirklich der Meinung, lieber mit neuen Reifen. Die müssen eigentlich schneller sein, wie abgefahrene. Da kriege ich noch DRS, sehr schön. Jetzt müssen wir gar nicht groß gucken, wo wir sind. Wir müssen einfach schnelle Runden fahren, weil das Ganze ist jetzt natürlich nicht boxenbereinigt. Die Leute um uns rum, die haben alle noch rote Reifen, die waren noch nicht an der Box. Wir fahren im Prinzip immer noch gegen Sainz und natürlich gegen den Herrn Hamilton. Irgendwie neigt das Auto dann doch zu ständigen Ausbrüchen. So wie ich es eingestellt habe mit diesen 2,7. So, wir lassen das ERS mal. Ja, jetzt ist Leclerc an der Box. Benzin lasse ich auch ein Momentchen. Das brauchen wir später noch. Wir müssen jetzt einfach konstante Runden fahren.
Und am Schluss, wenn dann alle an der Box waren, sehen wir dann, was wir machen müssen, weil dann haben wir noch Möglichkeiten. Mit eben ERS und natürlich auch mit der fetten Mischung. Da kommt der Herr Sainz raus. Ja, jetzt haben wir schon das Ganze so, dass wir wieder hintereinander sind. Also das zählt jetzt schon wieder. Der ist vor uns. Ganz klar. Während zum Beispiel ein Stroll, der da noch weiter vorne ist, nicht vor uns ist. Der muss noch an die Box. Aber also jetzt wieder der Zweikampf mit Sainz. Spielt der in der Weltmeisterschaft, also in der Gesamtwertung, irgendeine Rolle? Das wüsste ich jetzt nicht auswendig. Danke. So, jetzt müsste eigentlich fast reichen, dass wir wenigstens... Jawohl, da komme ich mit viel Tempo daher. Jawohl, sehr schön. Dann müssen wir jetzt auf der 2 sein, wenn das Boxen bereinigt berechnet werden würde. Ja, sind wir auch tatsächlich. Hamilton 20 Sekunden vor uns, das ist allerdings irrelevant. Der geht jetzt an die Box dann gleich. Und dann ist einfach die Frage, wie lange der an der Box hat. Mit ein bisschen Glück hat er noch einen kaputten Flügel. Und das ist jetzt natürlich, jetzt muss ich doch wieder revidieren. Also die WM ist natürlich noch nicht entschieden. Und das macht so viel mehr Spaß. So. Also das war jetzt wirklich eine gloriose Idee, da mit der Kane nochmal raufzugehen. So, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass uns Sainz nicht wieder einholt irgendwann, weil der hat DRS, wenn wir Pech haben, wenn er zu nah dran ist. Ja, hat er auch. Jetzt ist Hamilton an der Box. Kommt er vor uns raus, oder? Ich habe extra nochmal alles reingeballert, was wir haben. Da kommt er, ich sehe ihn. Oh, spannend. Ja, wir sind vor ihm. Sehr schön. Wir sind auf der 1. Okay, und jetzt das nach Hause bringen. 5 Runden noch. Und dann gucken wir einer an. Wir schaffen es doch auch mit der KI auf 85, dass wir hier ein Wörtchen mitreden. Da bin ich jetzt fast ein bisschen erstaunt. Und vor allem... ich muss mich konzentrieren. Jetzt nicht labern. Herr Heisenberg. Weil der hängt uns im Genick, der Kollege. Ja, eben vor allem, es macht halt wirklich viel mehr Spaß so. Wenn es ein bisschen umkämpfter ist. Und wir haben natürlich noch nicht gewonnen. Also das muss nur wieder irgendwo einen blöden Dreher geben. Aber ich glaube, Hamilton hat gerade Sainz im Genick. Also der ist abgelenkt sozusagen und wird natürlich von dem jetzt irgendwie auch... Ja, gebremst nicht, er ist vorne. Aber dass er halt vielleicht nicht so volle Pulle fahren kann. Weil er sich immer wieder verteidigen muss. Benzinreserven haben wir noch. Und wir kriegen tatsächlich einen Fuß dazwischen. Sehr schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem nicht nach dem Qualify, wo wir Achter wurden. Ich weiß. Die brauchen wir aber im Moment noch nicht. Ich weiß nicht, eben, wenn ich einen Dreher habe, irgendein Problem habe, dann bin ich ganz froh, wenn ich noch mal ein bisschen Benzinreserve habe. Auf der anderen Seite, klar, je mehr wir verbrennen, desto leichter werden wir. Das würde heißen, wir werden wieder schnell. Die schnellste Runde, apropos, die haben wir auch. Gibt also wieder noch einen zusätzlichen Punkt. Dann bin ich gespannt, wie das dann im Klassement aussieht. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass wir da doch noch mitspielen können. Sehr, sehr nett. Jetzt dann gleich die Zeiten nochmal angucken oben. Jawohl, wir hängen sie ab. Also ich muss nicht mehr voll Risiko fahren. Die sind nicht mal mehr im DRS-Fenster drin. Sehr schön. Ganz easy, ganz in Ruhe. We're leading our teammate by 13.5 seconds. Okay, das ist dann relativ ordentlich.
Ich weiß, das DRS, das ist bei mir praktisch immer leer und ich stelle es trotzdem immer wieder ein. Das habe ich schon mal erklärt. Das hat bei mir fast ein bisschen psychologischen Hintergrund. Ich habe das Gefühl, wir sind schneller, wenn ich das Knöpfchen drücke. Auch wenn das natürlich nicht stimmt, wenn das DRS aufgebraucht ist. Aber das ist einfach ein psychologisches Element. So, und es ist dermaßen warm. Es wird keinen überraschen, der hier regelmäßig Formel 1 guckt. Der Heisi, der geht nachher wieder duschen. Anders geht's nicht. Nicht nach Formel 1 Aufnahmen oder Formel 1 Streams. Da ist es genau das gleiche jeweils. Aber es ist ein gutes Zeichen. Das zeigt halt, das Spiel fordert. Und es fordert tatsächlich auch körperlich in einem gewissen Maße. Jetzt nicht übermäßig, aber es fordert. So, 1,9. Wir haben fast 2 Sekunden Vorsprung. Aber ich denke, die KI85, das ist nah am Sweetpoint von uns. Weil wir eben auch noch gewinnen können, wenn wir tatsächlich das Qualify verdatteln, wenn wir sogar noch einen Dreher drin haben. Und das Rennen, das war jetzt eins der besten seit langem, finde ich. Also spannend, mit Überholvorgängen und so weiter. Genauso wie es sein soll. Wir hatten schon lange kein Regenrennen mehr. Ich klopfe mal auf Holz, weil dort weiß ich auch, was passiert. Deswegen, jetzt ist natürlich noch wichtig, was dann nachher die Tabelle aussagt, die Gesamttabelle. Da bin ich extrem gespannt mit unseren 26 Punkten, die wir jetzt hier dazu gewinnen, dank der schnellsten Runde, die wir noch haben. Und Brasilien ist schon irgendwie auch eine coole Strecke. Ja, ich weiß, ich könnte nochmal das Benzin nehmen, aber wir haben 2,4 Sekunden Vorsprung. Ich muss primär gucken, dass ich hier unbeschadet über die Runden komme. Und nicht noch wirklich irgendwie einen dummen Dreher habe, weil ich einfach zu wenig konzentriert bin. Jetzt kriege ich auch die Kurve besser als auch schon. Wo ist eigentlich Kollege Bottas auf der 4? Ja, sehr gut. Und Hamilton ist ja nur auf der 3. Und ich hoffe, da bleibt er auch, weil dann kriegt er natürlich weniger Punkte. Dann können wir das, was wir jetzt im letzten Rennen hatten, diesen, was war es denn, der vorletzte Platz oder sowas? Dann können wir das nämlich wieder kaschieren oder korrigieren, indem wir wieder genug Punkte Vorsprung haben. Auf zur letzten Runde. Haben wir doch nochmal DRS rein. Und nochmal den hier. I know. Thanks, Jeff. Ja, wieder nicht gut erwischt, aber kein Drama. 2,6 Sekunden Vorsprung. Das wird uns keiner mehr nehmen. Ich fahre jetzt sicher nicht wie ein Irrer durch die Kurven, sondern mache das auch nicht Piano, aber ich mache es halt nicht mit Risiko. Muss ich ja nicht. Wäre doof, wenn ich das machen würde. Wir haben die schnellste Runde, wir sind zuvorderst. Wozu soll man da noch ein Risiko eingehen? Auch wenn ich jetzt noch eine Sekunde verliere, meinetwegen, das ist komplett egal. Ich darf mich nur nicht drehen. Hier ist eigentlich die letzte gefährliche Stelle. Wobei, Vorstart-Ziel ist eben auch noch. Also die Kurve, die jetzt dann gleich kommt. Da kann man schon auch mit falscher Gasregulierung, mit falschem Gas geben hier, dass man dann den Dreher eben auch hat. Ja. Nee, das passt. So, nochmal alles rein. Ich würde noch hupen, wenn ich könnte. Kann ich aber nicht. So, wir haben tatsächlich gewonnen. Und das, obwohl wir nur 8er wurden im Qualify. Sauber. Gefällt mir natürlich. Und jetzt bin ich gespannt. Und es bedeutet, dass du Drivers World Champion bist. Was ein Resultat. Enjoy it. Sind wir Weltmeister? Fahrer des Tages sind wir zumindest geworden. Er hat irgendwas von World Champion gesagt. Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal tatsächlich einfach ausgesehen haben, cool. Aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern können, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen.
Jetzt kann ihn niemand mehr einholen. Wir haben einen neuen Formel-1-Weltmeister. Ich hab's noch fast vermutet mit dem Sieg, aber ich habe halt nicht an den Sieg gedacht, als wir gestartet sind. Glückwunsch an das ganze Team. Ja, sauber. Okay, dann haben wir das Ziel erreicht. Wie viele Rennen sind's denn noch? Nur noch eins wahrscheinlich. Werden wir gleich sehen. Ja, da freut sich Ferrari, da freut sich der Heisi. World Champion. Sauber. Also eben nicht sauber, sondern Ferrari. So. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Kommen wir zum Fahrer des Tages. Ja, kann nur noch ein Rennen sein. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Berg. Heute hat sich ja, eine Menge. Das war klar getan, eben von der 8 auf die 1 Weltmeister geworden. 27 Punkte Vorsprung, das heißt, selbst mit der. Also, wenn Bottas gewinnt mit der schnellsten Runde, selbst dann wird er uns nicht mehr einholen. Und das ist aus dem heraus ganz klar, das ist dann das letzte Rennen. Das nächste Woche. Also, im Spiel nächste Woche. Bei denen definitiv. Da kommen wir nicht mehr ran. Also Mercedes gewinnt tatsächlich Konstrukteurswertung, aber wir gewinnen die Weltmeisterschaft. Und das muss ich wirklich sagen, sehr überraschend. Freut mich natürlich. Ich hoffe, freut euch auch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, im letzten Rennen werden wir irgendwas ändern. Dahingehend, ich würde sagen, KI nochmal fett drauf, weil wir können auch Letzter werden. Das interessiert keinen mehr. Den WM-Titel haben wir. Da werden wir ein bisschen experimentieren dahingehend. Ja, weiß auch nicht. KI auf 95 oder 90 irgendwie. Oder meinetwegen auch 100. Und dann mal gucken, wie das dann ist. Danke fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum letzten Rennen nochmal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.